Partner Zusammenführung, Liebesmagie, Ritual. Welches Ritual ist am stärksten, am effektivsten? Wie kann ich eine Liebesmagie, Partner Zusammenführung, Magie, Ritual erfolgreich durchführen? Wie sieht es in der Praxis? In der Praxis sucht man einfach im Internet nach stärksten Ritual, zum Beispiel mein geht auf unsere Webseite Magierin Damona. Ich bin Alpha, meine Tussi ist wieder weg. Ich habe jetzt aber sehr guten Ritual bei Magierin Damona gefunden. Richtig starke Voodoo-Ritual. Und jetzt werde ich mich richtig reinknien und schauen wir mal, was passiert. Ich bin Alpha. Ich bin ein mächtiger Zauberer. Und meine Tussi kommt zurück zu mir. So will ich es. Ich will es. Ich bin Alpha. Und was passiert? Meistens gar nichts. Ja? Dann denkt man, okay, vielleicht muss ich mich mehr konzentrieren, muss mich mehr reinknien, ein bisschen mehr Aufwand machen. Ja, weil man weiß schon, vielleicht, wenn man nicht ganz Anfänger ist, dann je mehr Emotionen, je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Energie. Dann wiederholt man das Ganze. Was ist passiert? Bahnhof ist passiert. Aber ich werde mich reinknien. Ich konzentriere mich besser. Ich mache richtig, richtig fest, starke Ritual. Ja? Jetzt werde ich mich richtig reinknien. Sei es, so soll es geschehen. Wenn man sich richtig reinkniet, ja, und man hat trotzdem gewisse Vorbereitungsphase nicht beachtet und nicht betrachtet, kann es zum Kopfschmerzen kommen, dass man nicht mehr schlafen kann. Man sieht seine Ex oder sein Ex überall und dann geht es meistens gar nicht die gute Richtung. Oder wenn auch Ex kommt, kommt die Trennung nach gewisser Zeit wieder. Ich kann nicht schlafen, Paul, hilf mir. Ja, ich sehe meine Ex überall. Ich kann nicht schlafen, mir geht's. Was soll das ganz? Warum ist das so? Also es gibt gewisse Grundsätze, die man immer betrachten muss, damit das alles sehr gut klappt. Erster Grundsatz. Ritual ist Verstärker. Was verstärke ich, wenn ich positiv denken kann? Zum Beispiel, man denkt, okay, ich will mein Ex zurück. Was bedeutet dieser Satz, wenn es sich um Verstärkung handelt? Das bedeutet Einfaches. Ich will etwas und dann sagt das Universum, sie will das. Damit sie das weiter wollen kann, muss das nicht haben. Das bedeutet, am Endeffekt habe ich überhaupt nicht das verstärkt, was ich eigentlich wollte. Das bedeutet, ich muss zuerst Grundsätze von positiven Gedanken beachten und damit schon leben. Weil Ritual ist Verstärkung. Was verstärke ich? Ja? Gedanke hinter den Gedanken ist das, was sich verstärkt. Wenn ich nicht auch etwas glaube oder noch besser, wenn ich was nicht weiß oder nicht verstehe, dann kann es nicht klappen. Ja, ich habe gewusst, dass... Das habe ich gewusst, weißt du, habe ich gewusst. Ich werde eine Geschichte erzählen von einem Buch. Die Geschichte ist über eine Frau, die musste aus Tibet flüchten, weil China hat Tibet aufgenommen und da war sehr wenig zum Essen in dieser Zeit. Und eine Frau war aber sehr gläubig und die hat einfach Suppe von Steinen gemacht. Ja, das ist natürlich totaler Unsinn, aber die hat feste Glaube am Buddha und dass Buddha ihr hilft. Das bedeutet, sie hat schön Steine gekocht und das gegessen. Ja. Und sie konnte dadurch sehr gut durch diese schwere Zeit durchkommen. Ja. Und dieser bekannte Mönch ist da gekommen und hat dann gefragt, okay, was für eine Mantra war das? Sie hat die Mantra gesagt und gesagt, okay, aber die Mantra lautet eigentlich ganz anders. Und sie hat ihr dann das erklärt, wie das eigentlich lauten soll. Und die Frau war danach so verwirrt, dass es ab diesem Zeitpunkt mit dieser richtigen Aussage, aber auch mit das, was sie vorher gemacht hat und nicht gemacht hat, überhaupt nicht mehr funktioniert. Warum ist das so? Das bedeutet, das, was eigentlich funktioniert hat, war ihre Glaube. Sie hat daran geglaubt und deswegen hat es funktioniert. Aber jeder Glaube kann in Schwankung kommen, ja, genau wie im Fall von dieser Frau. Und dadurch kommen auch Probleme.
Das bedeutet, es gibt aber andere Möglichkeiten. Nicht Glaube, aber Wissen. Und das ist auch das, was man nicht betrachtet. Wenn ich nicht nur nicht glaube, wenn ich nicht nur nicht weiß, aber umgekehrt eigentlich nicht weiß, dass es klappt oder hoffe, dass es klappt, aber ich denke eher nicht, dann diese eher nicht wird sich sozusagen materialisieren. Und das ist Grundsatz. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, aber wenn ich nicht daran glaube, was soll ich jetzt tun, darf ich jetzt kein Ritual machen. Doch. Aber zuerst muss man sich mit der Sache befassen. Das bedeutet, ich muss verstehen, wie diese Welt zustande gekommen ist. Dass es zuerst Absicht war, von der Absicht ist Information ausgestanden, von der Information ist Energie und Energie wandelt sich dann in der Materie. Und das ist bei unserem begrenzten persönlichen Leben so, aber auch in der Magie oder auch im Ganzen. Zuerst müssen Menschen gewisse Absicht haben, dass diese aussprechen, in Gedanken fassen. Und dann müssen sie was tun. Ja, das bedeutet, diese Information geht zu Energie und diese Energie wird sich dann materialisieren. Das bedeutet, man kann fragen, okay, was soll ich jetzt tun, damit ich richtige Liebesmagie-Ritual machen kann? Ja. Erstens muss man sich mit der Magie und mit gewissen Grundsätzen auch befassen. Okay, ich würde ein paar Bücher empfehlen, die man benutzen kann für solche Zwecke. Also das erste Buch ist der Magus von Strobolos. Es handelt sich um einen christlichen Mystiker. Was bedeutet es? Das bedeutet, es benutzt sehr viel Bibel, Jesus und so weiter und so fort. Aber er sagt auch, warum und wie zustande kommt, ja, dass es keine Zufälle gibt. Das ist alles, hat gewisse Logik, hat Mathematik hinter sich. Okay? Was man weiter empfehlen kann, ist Lieber nur Psychonaut von Peter J. Carroll. Das ist auch ein sehr gutes, interessantes Buch. Ich empfehle auch Forschungsmaterial von Lobsang Rampa. Da sehen Sie, es gibt da 19 verschiedene Bücher, die kann man kostenlos runterladen. Auf jeden Fall empfehle ich ursprüngliche Physik der Alatra, momentan leider in Englisch, aber da sind auch sehr viele Erklärungen. Was bedeutet diese Erklärungen? Diese Erklärungen, die sagen, wie diese Welt gebaut ist, dass es zuerst gewisse göttliche Absicht da ist. Also ich kann nicht gegen mich selbst arbeiten. Ja? Ich muss mit Kräften arbeiten, denen ich vertraue, wo mein Glaube ist. Das bedeutet, wenn ich nicht an Voodoo glaube, aber ich denke, das wird das stärkste Ritual, dann wird es gar nichts passieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Nachbarn. Sie haben diesen Nachbarn nie beachtet, nie betrachtet. Sie grüßen ihn nicht. Und dann plötzlich brauchen Sie Hilfe. Und dann kommen Sie und klopfen Sie und so, kannst du mir jetzt helfen? Was würde er denn sagen? Dann würde wahrscheinlich sehr höflich absagen und sagen, weißt du, das passt mir momentan nicht. Oder vielleicht nächstes Mal, aber jetzt passt mir das nicht. Okay? Wenn sie das wieder wiederholen, wie in diesem Fall, und sagen sie, aber du musst mir jetzt helfen, ich bin doch dein Nachbar, und komm und mach jetzt, was er sagt, wahrscheinlich wird er nicht so ganz höflich euch wegschieben. Ja? Und genau das passiert auch mit gewissen Gottheiten. Ja? Wenn man nie gebetet hat, nicht sich, ich weiß es nicht, Engel Gabriel gekümmert hat, aber jetzt will man ihm von ihm Hilfe. Und dann wird wahrscheinlich der Gabriel sagen, weißt du, okay, leb dein Leben, wie du bis jetzt gelebt hast, das ist jetzt dein Problem. Okay? Wieder, wenn Sie einen Nachbar haben, den Sie immer begrüßen, den Sie einladen zu Frühstück oder zum Grillen oder wenn Sie irgendwelche Feste machen, ja, oder Sie ihm helfen oder irgendwelche Pakete für ihn abnehmen und Sie dann Hilfe brauchen, mit größter Wahrscheinlichkeit wird dieser Nachbar euch helfen. Genauso ist es mit geistiger Welt. Aber man kann sich geistige Welt nicht kaufen. Das bedeutet, es funktioniert nicht so, dass ich sage, okay, und jetzt werde ich zum, ich weiß es nicht, Engel Gabriel oder Maria Magdalena so dreimal pro Woche beten und dann werden die mir helfen bei meinem Liebesmagie-Ritual. So funktioniert das nicht. Das bedeutet, man muss klar verstehen,
das geistige Welt braucht nichts von uns. Gott braucht von uns nichts. Er braucht nicht irgendwelche Sachen oder Opferungen. Ja, woran ist interessiert geistige Welt? Auf eure geistige Entwicklung. Das ist das Einzige. Und das bedeutet nicht, wenn man sich geistig entwickelt und dann plötzlich ein Liebesmagie-Ritual macht, dass geistige Welt kommt, ja klar, dann helfe ich ihm. Nein, aber geistige Welt weiß, was für euch gut ist. Und dann wird euch auch helfen, eure Ziele zu erreichen. Nicht, weil sie drum beten oder betteln oder irgendwelche Geschäfte machen, aber für eure Entwicklung. Ja. Und warum will man Liebesmagie-Ritual machen? Ja, weil man in irgendeinem Punkt gelangt ist, wo man sagt, okay, ich liebe diese Frau oder diesen Mann, ich will ihn oder sie, aber von der anderen Seite kommt keine Reaktion. Okay? Wozu ist ein Ritual hier? Ein Ritual ist hier zuerst, um loszulassen. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Loslassen bedeutet nicht, dass man jetzt diese Partner nicht mehr will oder nicht mehr möchte oder man sagt, okay, ist mir egal. Nein. Ja, wenn es mir egal wäre, dann würde ich nicht Liebesmagie-Ritual machen. Aber es ist wichtig zu sagen, okay, das ist jetzt mein Bestreben, das ist jetzt mein Wunsch, aber ich lasse los. Ich weiß, dass dieser Wunsch wird erfüllt, wenn es für mich gut ist. Ja, das bedeutet, es geht darum, dass gewisse innere Anspannung, die in mir ist. Ja, was bedeutet innere Anspannung? Ich kann ohne diese Partner nicht leben. Ich kann ohne diese Frau, ohne diesen Mann nicht mehr. Okay? Und diese innere Anspannung soll sich lösen. Das bedeutet, wenn ein Ritual so gemacht wird, dass man sagt, okay, ich muss diesen Mann oder Frau haben, dann wird diese Anspannung noch größer. Und es ist natürlich, dass ich in diese Anspannung, in diese Angst noch mehr Fehler machen werde. Weil jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen richtig starke Liebesmagie-Ritual, ja? Und dann wollen Sie sehr und Sie sagen, okay, ich will. Dann ist diese Anspannung sehr groß. Dann plötzlich, wenn ein Tag oder Monate oder Wochen diese Partner nicht auf Sie zukommen, dann sind die wieder noch mehr in Stress, ja? Aber wenn er oder sie kommt, dann sind die wieder in Stress, weil sie wollen keinen Fehler machen. Und dann verhalten sie sich, ob sie wollen oder nicht, einfach nicht gut. Und das ist nicht gut. Ja? Wenn man aber loslässt und sagt, okay, das ist was ich mir wünsche, aber ich habe losgelassen, das bedeutet, ich übergebe höhere Kraft, Zeit und Weg, wie sich das entwickelt. Und das ist mein Wunsch oder etwas Besseres. Diese oder etwas Besseres ist unglaublich wichtiger Punkt, der bei jedem Ritual da sein muss. Ja? Das muss rein in meinen Kopf. Oder etwas Besseres. Warum ist das so wichtig? Ja? Weil wenn ich loslasse und ich weiß, es kommt. Und wenn das nicht kommt, dann kommt was Besseres. Und das gibt mir eben diese innere Ruhe. Das bedeutet, ich kümmere mich um meine persönliche spirituelle Entwicklung und ich übergebe spirituellen Welt, was ich losgelassen habe, weil ich vertraue diesem spirituellen Welt, dass entweder das, was ich will, kommt, weil das einfach Gesetz ist. Was Liebe ist, das, was zieht. Ja? Oder was Besseres. Aber solange ich abhängig bin, dann hat das keinen Sinn. Ja? Weil solange ich abhängig bin, was passiert dann, wenn ich abhängig bin? Ich mache einen Fehler nach dem anderen. Ich lebe in Angst, ich lebe in Anspannung. Und sagen Sie sich ehrlich, Sie haben bestimmt auch erlebt, dass da jemand war, der Sie so wollte, dass es eigentlich total abstoßend war. Und das ist das. Niemand will einen Partner, der abhängig ist, wo man sagt, okay, ich muss dich haben, weil sonst geht gar nicht, sonst hat mein Leben keinen Sinn. Niemand will so einen Partner. Niemand. Glauben Sie mir. Ja? Wenn man aber loslässt und sagt, okay, ich weiß, dass es zu mir kommt oder es kommt was Besseres, dann bin ich in Ruhe, ich mache keine Fehler, ich bin entspannt und so kann ich mich auf meine Entwicklung konzentrieren. Okay. Was soll man aber tun, wenn man sagt, okay, ich kann das aber nicht loslassen.
es klappt nicht. Man muss sich spirituell entwickeln. Weil nur wenn man sich mit seiner Seele verbindet, wenn man sich mit spiritueller Welt verbindet. Spiritualität bedeutet nicht, dass ich an Gott, der Mann ist, mit weißem Bart glaube. Das ist totaler Unsinn. Ja? Spiritualität bedeutet, dass ich mich mit meiner Liebe, die ich innerlich spüre, mit meiner Seele verbinde. Das ist die Spiritualität. Das bedeutet, es geht nicht um Äußere, aber es geht um Innere. Das bedeutet, äußerlich kann ich zu Voodoo gehören oder zu weißer Magie oder zu Alatra oder zum Christentum. Aber darum geht es nicht. Es geht um das Innere. Was mache ich innerlich? Arbeite ich an mich innerlich? Oder bin ich mit dieser Äußerlichen eigentlich ganz zufrieden und das reicht mir? Ist das wirklich ausreichend? Das bedeutet, was ich auch verstehen muss, ist, dass Gedanken eigentlich materiell sind. Was bedeuten Gedanken sind materiell? Da gibt es auch ein sehr schönes Video mit Igor Michailovic. Hier ist Video, wo man darüber spricht, dass Gedanken materiell sind. Und wurden gewisse Sachen wiederholt, die schon ein Psychologe mit Namen Gennady Krochalev gemacht hat. Wenn man Gennady Krochalev zum Beispiel in Rumble gibt, dann sehen Sie hier, wie er gearbeitet hat. Ja, das bedeutet, gewisse Menschen, die gewisse Wahnvorstellungen gehabt haben, hat er fotografiert die Augen und in den Augen könnte man sehen gewisse Gesichter oder Sachen oder eben diese Dämonen. Ja, Gennady Krochalev hat unter sehr komischen Umständen um Leben gekommen. Man sagt, er hat Selbstmord begegnet, aber ich weiß als Magier, dass er einfach von gewissen unsichtbaren Welt und von einem gewissen Dämonen attackiert wurde, damit gewisse Sachen nicht rauskommen. Ja, weil das wäre nicht gut, wenn Menschen wissen würden, dass Gedanken materiell sind. Aber über materielle Gedanken kann man auch zum Beispiel in dem Buch Magus von Strobolovs lesen oder von in den anderen magischen Büchern, ja, wo man weiß, dass Gedanken eigentlich ganz feine Materie ist. Und wenn man sich auf etwas fokussiert, mit großen Emotionen, dann gibt man diesen feinstofflichen Gedankenstrukturen Kraft und diese Kraft zieht dann gewisse Sachen in unserem Leben. Ja? Das bedeutet nicht, dann, wenn ich mich auf Wurst konzentriere, dass ich Wurst dann materialisiert, aber wenn ich mich auf Wurst konzentriere, dann werde ich nächstes Mal zum Shop gehen, werde ich den Wurst bestimmt kaufen oder in die Arbeit gehen und es kaufen. Und es ist genauso auch mit unseren Vorstellungen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich neue Chance bekommen habe von meinem Ex und diese richtig benutzt habe und wir sind wieder zusammen, dann ziehe ich diese Realität. Ja? Wenn ich mich aber sage, das wird nie mehr was und wenn wir uns auch treffen, dann gehen wir wieder und in der Haare und ich stelle mir sowas vor, dann wird es auch so geschehen. Ja? Das bedeutet, Ritual ist da, um mich spirituell zu entwickeln und sagen, okay, ich möchte besserer Mann, bessere Frau sein. Ich lasse los. Ich stelle mich eben auf diese Realität ein, dass wir wieder zusammengekommen sind und ich habe das richtig benutzt. Ich muss natürlich auch wieder was dazu tun, weil wenn meine Gedankenstrukturen nicht verändere und meine Ex wieder treffe, dann werde ich denselben und das wird nichts passieren. Das wird wieder gleiche Katastrophe sein. Ja? Wenn ich mich aber entwickle, habe keine Angst mehr. Umgekehrt, ich habe meine Seele wieder gefunden in mir. Ich bin in Verbindung mit spirituellen Welt. Dann gehe ich leicht durch das Leben. Und das ist sehr anziehend. Ja? Das bedeutet, sehr viele Klienten sagen mir nach ein paar Liebesmagie-Ritualen, was ist passiert. Ja? Erstens, ich denke nicht so viel über meine Ex oder mein Ex. Zweitens, ich fühle mich super und plötzlich kommen Männer, Frauen auf mich zu, wo ich mich vorher überhaupt auch nicht getraut habe. Gehen wir eigentlich in die richtige Richtung? Ja, wir gehen in die richtige Richtung. Ja? Weil was ist das für ein Wahl, wenn ich sage, nur das ist meine Möglichkeit? Nein, es sollen mehrere Möglichkeiten sein und ich soll das wählen, was für mich gut ist. Vielleicht ist es die meine Ex, aber vielleicht auch jemand wirklich Besseren. Und deswegen ist diese Formulierung, das ist mein Wahl oder etwas Besseres, so muss ich es auch in meinem Liebesmagie-Ritual machen. Aber wieder, welche Ritual soll ich auswählen? Wieder muss ich sagen,
Ich muss das auswählen, woran ich mich angezogen fühle. Ich kann es nicht irgendwie sagen, okay, es muss Voodoo-Ritual sein oder schwarzmagische Ritual sein, weil jeder sagt, dass das das Beste ist. Nein, wenn ich damit nichts anfangen kann, dann machen Sie es bitte nicht. Was soll man denn machen? Jeder hat etwas, woran man sich angezogen fühlt. Ja, vielleicht bin ich Christ. Ja, dann kann ich zum Beispiel zum Engel Gabriel beten. Aber wieder nicht beten in dem Sinne, bitte Engel, gib mir meine Ex zurück. Aber in der Sinne, okay, ich möchte mich entwickeln. Ich will diese Krise für meine Entwicklung benutzen. Spirituelle, geistige, finanzielle Entwicklung, körperliche Entwicklung. Vielleicht muss ich abnehmen, vielleicht muss ich ein bisschen mehr Muskelmasse haben. Ja? Und dann kann es auch zum anderen kommen. Und dass ich so eine Kraft anspreche, bedeutet es, ich übergebe es, diese Kraft, und ich vertraue. Und egal wie viel Zeit durchgeht, ich bleibe im Vertrauen. Und dazu benutze ich ein Ritual. Ja? Allgemein, hier ist Deutschland, okay? Das bedeutet, ich würde nutzen etwas aus christlicher Mythologie, ja? Oder Runen. Ja? Runen sind für diese Gebiete sehr, sehr stark. Warum? Weil hier haben sehr viele Runenmeister gelebt. Ja? Und Runen haben unglaubliche Macht. So, auf unserer Webseite haben wir sehr schönes Material über Runen. Das empfehle ich jedem. Da ist jede Rune beschrieben, auch Runen, die man nicht so oft benutzt. Ist auch Literatur über Runen. Natürlich, Sie müssen nicht eben diese Literatur benutzen, was ich hier empfehle. Was ich nur sagen will, man muss die Kräfte und Sachen benutzen, an denen ich glaube. Und wo ich sage, okay, das ist meine. Ja. Und wenn man sagt, okay, ich weiß nicht, was ich nutzen und benutzen soll, dann sage ich, okay, dann versuche es mit Runen oder irgendwelche christliche Sachen. Als Christ kann man vielleicht empfehlen, auch Maria Magdalena anzusprechen. Ja, dazu Frau von Guadalupe, also Maria. Aus meiner Sicht es sind von Kraften von Maria Magdalena. Andere sagen Mutter Maria. Ich will mich jetzt hier nicht festlegen. Also ich sage, das gehört zu Maria Magdalena. Ist egal. Aber die Geschichte dahinter ist sehr interessant. Ja, dieses Bild ist voll von Mystik und Magie, weil niemand weiß, wie es wirklich entstanden ist. Da gibt es wirklich bis jetzt auch viele wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, wir wissen nicht, wie das überhaupt gemalt wurde. Wir wissen nicht, was das Ganze soll, weil das ganze Bild ist irgendwie ein paar Millimeter über diese Fläche. Das hatte jemand schon versucht, irgendwie mit irgendwelchen Mitteln auch zu vernichten. Es ging nicht. Ja? Das ist wirklich ein Wunder, wie das überhaupt entstanden ist. Und sowas kann man zum Beispiel auch in so einem Ritual benutzen. Aber nur, wenn ich zum sowas Vertrauen habe, wenn ich darüber etwas gelesen habe. Ja? Und wenn ich es richtig benutze, nicht im Sinne von Geschäft. Ja? Ich glaube an dich, wenn du das für mich machst. Meinen Sie wirklich, dass diese Frau, die dahinter steht, ihre Glaube braucht oder ihre Kerzen oder was auch immer? Nein, sie brauchen Göttliche, ja? Und sie können nur diese Göttliche, wenn man selber einfach am Ende ist, wo man sagt, okay, ich werde wahnsinnig, weil ich will diese Frau oder diesen Mann zurück und ich weiß nicht, was ich zu tun soll. Dann soll man diese Göttliche ansprechen, im Vertrauen und sagen, ich übergebe diese Last dir, weil ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist meine Wahl oder etwas Besseres. Wichtig. Das bedeutet, wünsche alles, brauche nichts. Nochmal, wünsche alles, brauche nichts. Und darum geht es in dem Ritual. Ja? Ich spreche meinen Wunsch aus, aber ich brauche nichts. Ich übergebe es den Göttlichen. Und meine einzige Sorge ist, ich lebe in der Liebe, ich lebe in Freude, ich will mein Leben genießen, ich will mich spirituell entwickeln. Warum will ich mich spirituell entwickeln? Weil durch spirituelle Entwicklung komme ich näher zur Unendlichkeit. Und das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Und das soll auch ein Liebesmagie-Ritual in sich tragen. Ja, dann kann ich Runen benutzen, kann ich sowas benutzen, wie auch immer.
Aber das, was Ritual auslösen soll, mehr Freude. Wenn ich sage, nur das will ich und das muss so sein, wo ist diese Freude? Nirgendwo. Das ist Katastrophe. Das ist keine Freude. Das bedeutet, Liebesmagie-Ritual bedeutet, das ist mein Wunsch, ich überbe es den Höheren, ich kümmere mich um meine spirituelle Entwicklung und ich liebe ihn Liebe. Und was sagte Jesus in der Bibel? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so will euch das alles zufallen. Ja? Was wird uns das da sagen? Kümmert euch nicht drum. Das ist Sorge von spiritueller Welt. Ja? Eure Sorge ist, sich nur spirituell entwickeln. Und bei der spirituellen Entwicklung geht es wirklich um das Persönliche. So, auf dieser Stelle würde ich wieder mein Buch empfehlen, Liebe und Erleuchtung, Magie als Lebensstil. Nicht, weil das das beste Buch ist, ja, aber weil ich in diesem Buch mehr als 150 andere Bücher empfehle. Von verschiedenen Religionen, von verschiedenen Richtungen, von verschiedenen magischen Traditionen. Ja. Und ihr könnt auswählen, welche ihr wollt. Ja, aber das sind 150 Bücher oder vielleicht auch mehr, wo ich dahinter stehe, wo ich sage, okay, aus meiner Sicht hat dieses Buch Kopf und Fuß, ja, kann man gut lesen. Ja. Wenn man eben sagt, okay, ich will Voodoo, dann zum Beispiel, ich denke, es ist auch in diesem Buch empfohlen, der Weg des Voodoo. Okay? Ja, was ich am Endeffekt benutze als äußere Form, ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich an mich arbeite, innerlich. Was bedeutet es? Stellen Sie sich zwei Mönche. Ja? Jeder von diesen Mönchen meditiert 3 Stunden pro Tag. Ein Mönch macht regelmäßig richtig tiefe Meditation. Zum Beispiel Lotusblüte-Meditation oder irgendwelche Mantra. Andere Mönch, der sitzt auch jeden Tag ein paar Stunden, aber stell dir vor, wie er mit nackten Frauen irgendwo vogelt. Was wird einer, was wird andere erreichen? Ja, das bedeutet, äußerlich machen beide dasselbe. Die sitzen und gucken in die Kerze. Aber trotzdem machen die, das ist ganz unterschiedlich. Ja, weil es geht nicht um äußere sitzen und in die Kerze gucken, aber es geht um Innere. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Woran glaube ich? Das bedeutet, machen wir das nochmal zusammen. Ja? Erstens, um Ritual persönlich richtig zu gestalten, muss es diese persönliche Note da sein. Das bedeutet, ich muss mich um die Sachen kümmern, ich muss mich um Gottheiten kümmern, um meine spirituelle Entwicklung. Wenn mich Runen passen, dann mache ich es mit den Runen. Und nicht mit Voodoo. Wenn mir Voodoo passt, dann mache ich es mit Voodoo. Aber ich muss mich ein bisschen reinlesen. Ich muss mich da beschäftigen mit den Sachen. Zweitens, zuerst positiv denken. Zuerst muss ich Sachen verstehen. Wieder, ich brauche Lesen, um Sachen zu verstehen. Wie die Sachen materialisiert werden in meinem Leben. Wenn ich nicht positiv denken kann, dann kann auch mein Ritual nicht funktionieren. Ja? Ritual ist ein Verstärker. Was ist Gedanke hinter meinem Gedanke? Das wird sich materialisieren. Wenn es ein Mangel ist, dann wird sich dieser Mangel materialisieren. Wenn es ist Freude, wenn es ist Liebe, dann wird sich diese Liebe und Freude materialisieren. Ja? Es geht immer auch um Loslassen, um zu sagen, das ist meine Wahl oder was Besseres. Ohne diese oder was Besseres werde ich in Stress, weil es geht darum, dass ich meine inneren Konflikte löse, dass ich die Sachen, die ich nicht unter Kontrolle kann, übergeben kann und ich mich darauf konzentrieren kann, was ich mache, was ich bewältigen kann. Ja? Und wenn mein Ego die Lösung nicht sieht, bedeutet es, nur mein Ego sieht nicht die Lösung, aber nicht, dass es die Lösung nicht da ist. Und deswegen übergebe ich die Lösung dieser spirituellen Welt, weil diese spirituelle Welt sieht von anderen Dimensionen ganz anderes. Und die sieht auch die Lösung. Und meine Sache ist, sich nur spirituell zu entwickeln. Und die äußere Form muss mir passen. Und am Ende vergeht es nicht von äußerer Form, aber von innerer Formen. Das bedeutet, wenn ich an Runen glaube, dann mache ich das mit Runen. Wenn ich Runen nicht glaube, dann mache ich es damit nicht. Wieder haben wir auf unserer Webseite Partnerzusammenführung, viele Liebesmagie-Partnerzusammenführung-Rituale da. Man kann wählen, welche man will. Ja,
sind nur einige. Oder auf unserer Webseite Magierin Damona, wieder viele Liebesmagie-Rituale. Also es gibt viel zur Auswahl. Man kann es beliebig zusammenfügen, ja, zusammentun. Aber diese Grundsätze bleiben. Ja? Das bedeutet positive Gedanken, je mehr Emotion, desto besser. Je mehr Konzentration, desto besser. Ich muss loslassen, ich muss sagen oder was Besseres. Ja? Ich muss mich verpflichten, spirituell zu entwickeln und auch geistig, körperlich zu entwickeln. Und das ist auch ein Teil der Ritual. Ja? Viele sagen ja, okay, aber wenn ich loslasse, soll ich dieses Ritual machen? Ja, mach es, weil Rituale sind sehr wichtig in unserem Leben. Zum Beispiel Begräbnis ist auch ein Ritual, wo ich loslassen muss. Hochzeit ist auch ein Ritual, wo ich sage, wir gehören zusammen. Wir werden jetzt im Guten oder im Bösen zusammen und versuchen das zu meistern. Und das Ritual ist wichtig, Ritual für äußere Welt, aber auch für mich. Ja, das ist jetzt neue Lebensphase. Ja, und so ein Liebesmagie-Ritual auch kann auch so Lebensabschnitt sagen, okay, jetzt will ich was anderes machen, jetzt will ich mich entwickeln, aber auch das, was mich bedrückt, loszulassen und ich bin bereit, dass ich das neu entwickle zum was Besseren, wie es war, nicht wie es vorher war, zum was Besseren. Ja, ich bin bereit, auch von meinem Fehler zu lernen. Ja, das bedeutet, wenn ich zu wenig Zeit habe für meine Frau, dann nehme ich mir mehr Zeit. Wenn die Frau nicht da ist, dann zuerst für die Familie oder wem auch immer. Aber dann bin ich bereit, auch es für meine Frau oder Partnerin zu tun. Oder umgekehrt, wenn ich faule Sack bin und Hartz IV und ein bisschen rauchen war genug für mich, dann sage ich, okay, ich suche jetzt Arbeit, ich bilde mich aus und ich finde was und ich mache was. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Das bedeutet, Rituale sind wichtig. Und das sind die wichtigen Grundsätze, die man betrachten muss, damit ein Liebesmagie-Ritual erfolgreich wird. Das bedeutet, bei dem nächsten Teil sprechen wir darüber, was man tun soll, nachdem man Liebesmagie- oder Partnerzusammenführung-Ritual gemacht hat. Was soll ich danach tun? Tschüss!